gegessen habe, ja zum Glück schon. Stell dich nicht so an. Mm. Once upon a time, in a wild, wild world, there were two wolf brothers living in their home lair with their papa wolf. They lived in peace until hunters took their dad away. And they had to go on the run. That's when the big brother discovered that the little one was not an ordinary wolf, but a super wolf. They discovered a secret hideout where they could train day and night. They were happy. But the little wolf got very sick, and they had to move on. The brothers made it to the home of their ancestors, and the old wolves took care of them. Unfortunately, the hunters were hot on their trail and found them. The brothers had nowhere to stay again, so they decided to keep going south. They soon entered the old forest of the giants, where they met a pack of stray dogs who worked in a secret farm. The brothers joined them and worked hard to stock up on gold for the future. They were happy to find others like them, and everybody loved the little wolf, who was growing up fast. His power was growing too. The little wolf was more and more confident and independent. The big brother hooked up with a cool she-dog. They had their own adventures. Suddenly, the mean farmers who owned the land tried to hurt the brothers. The little cub was injured. He transformed into a super wolf and destroyed everything. The big brother was badly wounded. And worse, he didn't know where the little cub was. So schlimm ist das gar nicht, dass wir nicht wissen, wo der kleine Bruder ist. Gerade kannst du besser werden. Wie sind die los? Was? Bitte? Ja, ich kann mich leider nicht zurückhalten, was mein Bruder da geht. Ich bin doch nicht gut, auf ihn zu sprechen. Das ist aber lange her, dass wir da waren. Nee, das ist nicht das Remastered. Das ist immer noch das Original. Aber du kannst davon ausgehen, Fotos, dass ich mir davon niemals ein Remastered kaufen würde. Nicht vom zweiten Teil. Dafür würde ich keinen Pfennig mehr ausgeben. Oh nee, du frisches. Das muss wirklich nicht sein. Also, nein. Hey, lieb gemein von dir, aber. I'm sorry. Wirklich nicht. I didn't mean to. It was a bad idea. Daniel. No way. It's all good. Wish I listened when you tried to stop me from going with Finn. I was too pissed. It's okay, dude. Schon ein kleines Kirschchen auf der Sahne. That's all that counts. Nur ein kleines. So, I don't nur ein kleines Kirschchen. Ich glaube, du bist die ganze Sahnetorte. I'm alone, Sean. I don't know what to do. Das hast du jetzt gesagt. Don't get so close to that edge. Please, come and get me. Yes, I swear. Ja! Stop! Ach, schade. Er hat so getrümmt.
Frank aus dem Nord Kalifornien, 2 Monate nach der Explosion in Merrills Büro. Fuck. Daniel, this must be my punishment. Hey, du hast täglich Essen. Yay. Stupid reality shows. Du kannst wieder Fernsehen. Yeah. Thanks for the card, Agent. Can't wait to text you. US-Justizministerium, FBI, Maria Elena Flores, Special Agent, Abteilung Seattle. Und vor allem, wenn du reden möchtest, Tag oder Nacht. Ich möchte über so vieles reden, aber... Can't catch shit. Zero depth perception. Goodbye, Sports. Ja, man kann nicht alles haben. Glad Stephen's leg is better. Must be tough on Claire. Schon, wir sind dankbar zu hören, dass du in Sicherheit und wach bist. Die Polizei hat uns kontaktiert, als sie dich bewusstlos in Humboldt County gefunden haben. Wir durften dich nicht im Krankenhaus besuchen, doch wir hoffen, dass du so schnell wie möglich wieder gesund wirst. Die Ärzte sagen, dass du nach diesem Koma stärker denn je bist. Das Wichtigste ist jetzt, Daniel zu finden. Wir helfen der Polizei so sehr, wie es können. Sie wollen wirklich helfen, ihn zu finden. Haha, oh, bitte nicht. Lass ihn verscheuern, bitte. Hoffentlich spiegelt sich das positiv in deinem Gerichtsverfahren wieder. Aha. Egal, was beim Gericht kommen würde, durch den wäre es ja nur noch schlimmer. Wir wissen, dass dies schwer für dich sein muss. Oh Gott. Nach all dem, was du und dein Bruder durchgemacht habt. Ihr seid beide Tag und Nacht in unseren Gedanken gebeten. Denkt daran, ihr seid Familie und wir lieben euch. Wir hoffen, dass dich so bald wie möglich in Jolena Shorts besuchen. Pass auf dich auf, Claire und Stephen. PS, Chris bestand darauf, dir etwas zu schreiben. Es ist diesem Brief beigefügt. PPS, er weiß nicht, dass Daniel vermisst wird. Okay. Don't know if we'll ever come back, Chris. Miss that little superhero. Hi, Sean und Daniel. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Mir geht's gut. Ich vermisse euch beide total. Wann kommt ihr zurück? Papa geht es seit einer Weile auch besser. Er sagt Hallo, wir gehen fischen. Schön, dass er Hallo sagt. Jetzt, da der Sommer hier ist. Wir machen jetzt viel draußen. Der ganze Schnee ist weg. Ihr solltet vorbeikommen und euch Beaver Creek ohne den Schnee ansehen. Ich warte auf euch. Chris und Captain Spirit. PS, wir müssen Beaver Creek vor dem Sumpfkämpfern retten. Ach du. Oh. I miss Cass so much. Sie hat auch noch einen Brief geschrieben. Grüne Leute. Oh. Howdy, Stadtjunge. Ich wette, du bist überrascht, von mir zu hören. Ich habe nach meiner Befragung von der Polizei erfahren, dass wir im selben Krankenhaus waren. Aber erst bei meiner Entlassung vor einem Monat. Also schreibe ich dir und hoffe, du bekommst diesen Brief. Ich wünschte, ich könnte alles sagen, was ich sagen möchte. Aber du weißt nie, wer mitliest, richtig? Falls irgendwer anderes das liest, fick dich. Luca, Lächeln. Und danke für den Lurk. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich Luca nenne. Kannst uns jetzt so gerne aussprechen. Ich hoffe wirklich, dass es dir gut geht. Ich selbst erinnere mich nicht an viel, außer die Explosion in Merrills Büro. Und dann bin ich im Krankenhaus mit einer Aufprallverletzung heilt und dem, was die Ärzte Explosionstrauma auf der Lunge tut weh nennen, aufgewacht. Passt gut so. Okay, super. Bin auch im Nuki. Okay, frisches. Musst ja noch arbeiten. Oder musst du noch weiter gießen? Okay. Beides. Ja, gut. Ich sehe dich ja mindestens einmal, wenn du die Pumpe ausmachst. So, jetzt komme ich zwischendurch mal. Sobald ich Daniel sehe, flüchte ich wieder. Ich habe ja erstmal ein bisschen Ruhe. Ich begieße den Tag. Der Tag ist doch schon fast rum. Ich bin nur froh, dass ich noch Gitarre spielen und singen kann. Auch wenn mir nicht danach ist. Du lernst eine Menge über Medizin, wenn du in einem Krankenhausbett festsitzt. Aber das weißt du ja, mein süßer
Compadre, ich arbeite noch an dem Espanol. Ich vermisse meinen Unterricht und meinen Lehrer. Du weißt vermutlich mehr darüber, was vor sich geht, als ich, aber Hannah, Penny und ich wurden ohne Anklage entlassen. Die Polizei hat sich gefreut, eine Farm voller Drogendealer hochzunehmen, statt ein paar Vagabunden, die auf dem Feld arbeiten. Wir haben nach dir und Daniel gefragt, aber keine Antwort bekommen. Überraschung. Da Vin und du weg seid, ist unsere Zugfamilie irgendwie zerfallen. Wir sind jetzt ein einsames Trio und reisen per Zug durch den Staat. Doch es fühlt sich wie im Kreis ins Nichtslaufen an. Hannah und Penny sind nicht dieselben und wir streiten uns zu oft. Ich bin mir nicht mehr sicher, dass wir noch lange zusammenbleiben werden. Scheiße, verändert sich richtig. Vielleicht habe ich eine Reihe neuer Blues-Songs für die Straße. Hallo Iron, wie geht's dir? Ist dir auch so warm? Ich weiß, du stehst bald wegen der Sache in Seattle vor Gericht. Dass du die Gerechtigkeit und Freiheit bekommen wirst, die du verdienst. Du und Danny seid unglaubliche Brüder und ich hoffe, ihr findet bald euren Weg nach Hause. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, wir können unter einem neuen Mond erneut nackt schwimmen gehen. Ja, vielleicht. Es ist eine große Welt und vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder. Ich werde immer dein Lied singen. Liebe und Frieden, Cassidy. Ja. Das wunderbare Wolfstattoo. So, dann bleibt es oder das gibt's einen Block. Oh, can't even focus on the page. This sucks ass, man. 26.03.2017. Ich lag wochenlang im Koma, blind und gearscht. Plus in Polizeigewahrsam. Bald geht's in den Knast. Ich drehe in Krankenhäusern durch. Ich hasse das. Wo ist Daniel? Ich habe Angst. 30.03.2017. Hab versucht zu zeichnen, um Zeit totzuschlagen. Das Zimmer ist wie ein Käfig. Doch ich bin jetzt scheiße. Keine Tiefenwahrnehmung, keine Kunst, kein gar nichts. Konzentration, sofort Migräne. Ich drehe hier durch. Bin weinend aufgewacht. 3.4.2017. Special Secret Agent Floors. Sie versucht eine Bindung zu mir aufzubauen. Sperr mich ein oder vertraue mir. So beschissen. Die Cops können Danny nach der Explosion immer noch nicht finden. Also ist er draußen, alleine. Elfter 4.2017. Alles Gute zum Geburtstag, Daniel. Wo auch immer du bist, Enano. 15.4.2017. Claire und Stephen haben mir einen netten Brief geschickt. Ich bin so einsam, dass ich ihn zweimal gelesen habe. Komisch, dass ich sie jetzt vermisse. Es ist so cool, auch von Captain Spirit zu hören. Ich bin froh, dass es ihm gut geht. Meine Skizze von Joy ist nicht schlecht. Ich bin so froh, dass er hier ist. 20.04.2017. Ich wünschte, ich könnte Cass nochmal spielen hören. All diese Lieder sind fort, aber nicht unsere gemeinsame Zeit. 25.04.2017. Ich habe Danny übel mitgespielt. Ich habe Finn zu seinem Bruder werden lassen. Es kann nur besser werden. Ohne ihn. Jetzt muss ich wieder die Maus nehmen. So hard to focus. Gotta practice way more. Not giving up. I guess that's an okay start. But I can keep going. Na, geht doch langsam, oder? Ist jetzt nicht so schlimm. Komm, jetzt rein in die Treppe. War genauso wenig realistisch, aber egal. Wish I could find a highway to freedom. Oh.
Du, jetzt habe ich aber mittlerweile alles angesehen. This day feels like every other day. Ja, just und like prison. This must be ich your habe jetzt alles punishment. angeguckt. Ich glaube, ich muss jetzt halt einfach warten, ne? Oder? Ah, ne, da. I'm supposed to call the nurse when I'm done eating. Guess I'm done. Okay. Und wir Yeah. warten. This room drives me nuts. Talking to someone would be at least a change. Yo, afternoon checkup. Sure. Good day, sunshine. Hey, Joey. Hey, man. That looks like it might have been food. Hard to tell. Ha ha. Never heard that before. Oh, somebody is in a bad mood. Sorry, Joey. Not feeling it today. I don't blame you. But maybe I got something to cheer you up. Pecans and chocolate? Uh-oh. There's that smile. Thanks, Joey. So how you feeling today? Any headaches? Socket pain? No. It's all good. Well, this is your final test before... you know. Before they... check you out. Check me out to juvie. Yeah. Okay, let's see. You know the drill. Don't blink and just stare at the light. Yes. Nice retina response. Okay. Now, try to follow the light as well as you can. Good, good. Keep going. Quick response. Nice. Yeah. Mein Controller hat einfach so Sean, eingestellt. You got Die this. Ausrede. Hi. Remember, to see Was? Objects on your left side, you gotta Was willst turn du von your head mir? more now. Yes. Looking good, Sean. Now try Da to align weiß ich your ja nie, pen ne? with mine. I'll try. No rush. Ja, This is tough. Okay. Hey, good job. Okay. Das war jetzt gerade geraten. Let's do it again. Bitte nicht nochmal. Your depth perception will always Gott. Be affected, so you gotta try harder. Shit. Damn, you ja, hit okay. a double today. Yeah, I know. Nein. Hard. Oh, come on. Der erste geht. Yeah, that's enough. Too much stress on you. But remember, your depth perception will always be affected. Here, read this. Mist, ich kann keine Leute mehr umbezählen. Patient entlassen. Hol mich hier raus. Get me out of here. Please, Joey. Sean, I want to help you, but that's not my job. Well, I know it sucks for you, but... it's time we release you. Sorry. Your vision has improved a lot. Now, you don't really have severe side effects anymore. Yeah. That's just great. I do have to tell them the truth. But first, let's clean this dressing. Hey, sure hope you're watching the door like your phone. Oh, come on. He ain't going nowhere. Great. All I do is watch him. Yes, true. Your job.
Do you mind if we talk alone? Mind if I finish with my patient? He looks good for now, right? Just come back when I'm finished with him. Sure. Na, das kann ja was werden jetzt. I'll swing by later, Sean. Stay cool. Ja, ja. Mach du mal. Mach du mal. So, mm-hmm. How are you feeling today, Mr. Diaz? Amazing. Did you find Daniel? I want to go over this again. What? I've been telling the same fucking story for 3 weeks. How much longer? Until it makes sense. Until you get it right. So, silence isn't gonna help you now. Listen close, Sean. Tomorrow you're going to Jolena Shore and you'll be arraigned in court for the murder of a Seattle police officer. Ich habe nichts getan! You might spend the rest of your life in prison. Ich habe doch nichts getan. I didn't kill anyone. The end. So, who did? Mein Bruder. It's just... Darf ich ihn bitte... Darf ich ihn verhauen, bitte? Is that why you can't ja, talk? War er. No, no way. Darf ich auch sagen? You're absolutely sure your dad didn't go after the officer. Yeah. He came outside. Then he was killed. That's what he did. Just guilty of being... Nur einschreiten und helfen. Dann helfen. I hear you, but... You're sure you didn't get upset and go after the officer? Nein! Jesus, no. Gott. Look at me. Leute. Okay, let's just jump ahead. Tell me what happened in that farm in Humboldt. The place looks like a tornado wiped it out. I've told you so many times. I have no clue why the place was trashed. I passed out. Plus 3 seriously wounded, along with you. And a missing child. Nobody's statement matches with each other. Sean. Kann er nicht vernünftig eine Aussage machen, bitte? Can't you see I want to help? So you ja, ich will ja doch was sagen. Ich darf nicht. You can help das doof. By telling me the truth. Okay. Fuck. The robbery. Whose idea was it? His? Deine. Or yours? Huh? Deine. Finn, it was his idea to rip off Mara. Did he force you to help? Or did you go along with it? He lied. I didn't want to help. But he got Daniel. Versuchst du nah an der Wahrheit zu bleiben, wie es geht. Swear, I didn't think anything like this was gonna happen. Nobody does, Sean. Until it's too late. Yeah. Now I know. And what about Cassidy? She planned all this with Finn? She was against this stupid plan. She had nothing to do with it. Your friends are learning the hard way. They didn't deserve it. We all make mistakes. Yeah, well, some mistakes are worse than others. By the way, we contacted your grandparents in Beaver Creek. They can visit you after you're transferred. Might be a while, but you do have a support group. We couldn't track down your mother, though. Sorry. Good. What about Daniel? You said you had leads. I said might. Hold on. I gotta take this call. Warum kann ich nicht einfach eine vernünftige Aussage tätigen? Mann. Sorry, Finn. Was für sorry? Er ist ein Arsch. She didn't want anything to do with this. Wonder what Meryl told the cops about the robbery. Sorry, Hannah. She lost her family for this.
Hope the cops didn't mess with Penny. Prison would fuck him up. Na dann. Kommt die Alte auch mal wieder rein? Sorry about that. That's good. So what's going on with Daniel? You really have leads? Yes, we do. That's our job. The Bureau put his profile out over 4 states. So we are on the case. For how long? It's been over 2 months. How are you gonna find him? We have a lot of people looking for your brother. Trust me. We want to find him too. Yeah, yeah. So you can lock him up too, right? What? Er kann ja nicht belangt werden. Anyway. Thanks for talking to me. I'll be back tomorrow to take you to Jolina Shore. Look out. I have to guard the guard now. Love it. Sit down so we can get this show going. So, how did your interview with Scully go? You mean interrogation? Who knows? Maybe Detective Flores wants to help. Maybe not. I just can't trust her. After what you and your brother went through, I don't blame you. Oh, this shit is all wrong, man. You've been out of the garden for 3 weeks now. We talk every day. I can see that you're a good person. Thanks, Joey. Want to tell that to the judges? I'm just saying, you don't deserve this. Lecker. Now let's check this out. Dezent neidisch, Aaron. Dezent neidisch. The healing is coming along nice. Weil ich bin tatsächlich auch am überlegen. Just gotta keep it clean for the next week or so. Irgendwas mit Nudeln machen. That's great. Seen the shrink this morning? What did she say? Nothing I want to say. This will take time and rehab, Sean. You have to process first. Ugh. I can tell myself that shit. Clearly, I'm no therapist, but I've nursed patients with your injury. They all turned their anger into energy. You will too. Plus, the glass eye tech is pretty cool now. Things change, huh? Yeah. Stuck in jail is a big change. Can't wait. Sorry, Joey. I'm being a dickhead. Just bummed out. I know. Auch lecker. But auch I lecker. Promise there's a treat coming your way. Now, as for the unbedingt, room, aber die Kroketten und die Sauce Hollandaise. You have to clean it with sterile gauze. Ich könnte morgen Spargel machen. Ich habe noch Spargel. Gute Idee, Aaron. Statt den Fisch tausche ich aus, alles andere mache ich. Den Fisch tausche ich gegen Spargel. Dann wird Backfisch, also großes Stück. Na gut, okay, das geht sogar noch. Das würde ich sogar noch mitessen. Das Witzige ist, Backfisch und sowas, das esse ich gerne. Also normalen Fisch. You gotta do this. 4 times a day. I won't forget. I'm sorry about everything, Sean. Wish I could have done more. Dude, you saved my ass here. You're the only one I trust. It really helped. Cool. I'm glad when I can make a ch- Oh, shit. Emergency.
Handwerker sind zum Glück verschieden. Das stimmt. Wäre langweilig, wenn zum Beispiel alle Spaghetti Bolognese mögen würden. Würdest du nur noch Spaghetti Bolognese geben? Catch you later. Naja, aber ich bin auch froh, dass Geschmäcker verschieden sind. Joey. Ich mag zum Beispiel auch kein Rotkohl, außer halt im Salat. So, bin aber wieder weg. Wird jetzt richtig zocken. Mach das, Iron. Habe ich vorhin auch gemacht. Tatsächlich. Aber privat. Morgen geht's weiter mit Stray. Danke für die Punkte. Bist du heute die Erste, glaube ich. Noch was da lassen. Dankeschön. Und viel Spaß bei Stray. Yep. Wie gesagt, ich spiele morgen weiter. My art is trash now. Erstmal muss ich das hier überstehen. So, das wollte ich ja jetzt. Fluchtplan. Instructions for getting out of here. So kommst du hier niemals raus. They kept me locked in for 2 months. Except for a daily exercise break. You're here just for me. I'm flattered. Muss für den bestimmt auch toll sein. Oh, ich will es nicht sehen. So. Das hatte ich tatsächlich noch nicht. Geil, ich habe noch eine weitere Errungenschaft. So, jetzt muss ich mal gucken. Wir sind Episode 4, ne? So, na, das 2, 3 und 6 fehlt mir. 2, 3 und 6. Ja, gut. Das kann ja nur nach hinten losgehen. Den Rotz finde ich eh nie. Achso. Das war gut jetzt. Dann kommen wir dran. What? Wow. Haven't seen you in a long time. I know I fucked Daniel over. Again. And now he's gone. Where Ach, das schadet nicht, dass du fort ist. A 10-year-old by himself? Out there? He might go back to Seattle. But too far. Nowhere to go. If he tried to hook up with Steven, they would have definitely told me. Or the cops. Wait. What's that? Super Wolf? Huh? Does that mean? Yeah. It means the tail. Yeah. Daniel's with Jacob somewhere? He's safe?
could see him again. Ich darf nicht mehr lesen. Darf ich jetzt? Ja, danke. Bist du sicher? Willst du mir nicht nochmal reinreden? Okay. 23.02.2017. Ich hatte ein paar Bier. Daniel schläft. Das gleiche jede Nacht. Er will mehr trainieren, aber wir haben keine Zeit. Plus, wir müssen uns verstecken. Es ist nicht leicht. Sean, ich habe mir eine Decke und ein paar andere Sachen aus deinem Zelt geliehen. Gebe ich dir zurück, wenn du für deinen Superwolf-Comic herkommst. Er wartet auf dich, Jake. Wie komme ich hier wieder raus? All I gotta do, Haven Point. Nevada. Ah, jetzt. I gotta get to him. I gotta find a way to escape. Tonight. Oh, ganz dumme Idee. Ganz dumme Idee. Oh, na gut. Umgekehrt. Ich möchte nicht für meinen Bruder in den Knast gehen. Okay. Time to clear off now. This whole hospital is so quiet. So don't make any noise. And find a way to get the hell out of here. Einen Lärm machen. Nada. Yeah. Thanks for the card, Agent. Can't wait to text you. Maybe I could, rig a decoy Sean in the bed. Mm-hmm. Hope my last view of this world isn't this window. One stupid car. Then I'm out of here. It's dead tonight. Works for me. I could climb down the side of the building. Or die trying. Okay. Can't open that window with my bare hands. So was mache ich jetzt noch die letzte Stunde, bevor es in die Hitzehülle geht. FF14, die Stimme. Rafter Level oder aufs Sofa setzen, als wir spielen. Das weiß ich nicht. Das, worauf du mehr Lust hast. Mit mir zusammen leiden. There must be a way to leave this room without a... Das auf jeden Fall. Mit mir zusammen leiden. Wobei, noch haben wir Daniel nicht wieder, also, und noch geht es sogar. Wish I could just walk out. Du hast sicher auf alles Lust. Dann mach's wie ich, schmeiß den Zufallsgenerator an und los aus. Wenn du das nicht willst, dann weißt du, dass du darauf keine Lust hast. So entscheide ich zurzeit alles. Sweet dreams, my friend. Das ist eine gute Idee, ne? Ja, war immer so. Zurzeit. Immer wenn ich nicht weiß, was ich tun soll. Also im Sinne spielen und so. This one isn't screwed in. I could pull it off, but it's gonna be like, yeah, that metal bar isn't going anywhere. Okay. Can I have some privacy, please?
So, meinen Körper nachahmen. That looks so fake. But it might work for a second. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal sogar ordentlich zu entkommen. Weißt du nicht, ob das... Das wird Lärm machen. Okay, the guard is sleeping. Can't open that window with my bare hands. Noch irgendwas anders. Maybe. Okay. Let's do it. Bendy Crafter. Sehr gut. Hey, what the hell are you doing in there? Nice job, Sean. Hey, sir. Hello. Okay. Wir probieren es einfach mal. Head hurts. I need aspirin. That's a sad story. But I'm not a pharmacy kid. I could... Okay. Jetzt gibt es wahrscheinlich zwei Möglichkeiten. Wir könnten die Sicherung aufbrechen. Oder wir können ihn überfallen. The windows are secured, but who knows? Ich glaube, in beiden Fällen. Na gut, wenn wir ihn überfallen, dann können wir definitiv in den Knast kommen. Okay. Dann machen wir die Sicherung auf. Ich glaube, er wird dann wahrscheinlich sofort angerannt kommen. Befürchte ich. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja gut, das ist so dasselbe wie eben. This is Gracie, dude. Don't freak out. Just get out. Warum muss ich das denn jetzt machen? Don't think. Just keep going. Holy shit. Oh. Take a breath, dude. Okay. Too close.
to get my shit from the staff room. Willst du noch deinen Kram aus dem Personalraum haben? Okay, the guard is sleeping. This is your big chance, dude. Warum hat er eigentlich wie eine Tür jetzt eben zugemacht? Ist er eigentlich blöd? Oh Gott. Der Junge, beeil dich. Mach noch mehr Lärm! That's Finn. No way. What is he doing here? Nee, ich will nicht zu denen. Nee. Wir gehen nicht zu Finn. Bloß nicht. Am Ende verrät er uns noch. Ich würde dann einfach noch mehr Fingerabdrücke verbreiten. Was das Ganze jetzt so viel besser macht.
will der Typ eigentlich mit der Augen fahren? Autofahren, das geht. Das geht. Den tut es. Hat dein Großvater auch geschafft. Frage ist, ob man es sollte, aber es geht. Musst du halt ein bisschen mehr aufpassen, ne? Aber es gibt hier zum Beispiel ja auch Leute, die nur ein Auge haben. Waren ja auch Auto. Oder auf einem Auge blind sind. Also gehen tut es. Du musst halt ein bisschen aufpassen. Und in Amerika darfst du ja sowieso alles. Du kannst. Ist ja alles möglich in dem Land. Gefühlt. Ja, du solltest zumindest keine Weltreise damit machen. Aber wie gesagt, mein Großvater, der konnte. Gut, direkt nach einer Augen-OP natürlich darfst du nicht. Das ist klar. Aber Leute, die nur ein Auge haben, dürfen ja auch Auto fahren. Solange sie den Verkehr nicht gefährden. Also ich glaube, das Auge, ja, ich glaube, das ist relativ. Was du halt nicht darfst, ist unter Medikamenten und direkt nach der Augen-OP selbst. Oder wenn du dir die Augen hast lasern lassen oder sowas, dann darfst du auch nicht. Du musst immer jemanden haben, der dich fährt oder der dich begleitet. Darfst du ja noch nicht mal alleine losfahren. Also möglich ist es. Fuck. My eyes itchy. Ich meine, guckt er. Muss er halt sich komplett drehen, wenn er dahin gucken will. Ach, da ist ja eh kein Problem. Rückspiegel ist kein Problem. Ist halt nur der Spiegel. Warum sollte es nicht gehen? Shit. I will never hold until zum zweiten mehr oder weniger nimmt. Ja, weil wie gesagt, was machen Leute, die zum Beispiel ihr linkes oder rechtes Auge gar nicht mehr benutzen können? Also weil, aus Gründen. Ja? Guess I'm kind of lucky I stole a smoker's car. Dürften die ja nie wieder Auto fahren. Wie gesagt, ich denke, solange man nicht unter Alkohol oder den Verkehr gefährdet, darf man das, denke ich. Wissen tue ich es natürlich nicht. Oh, come on. Did she interview everyone in that hospital? Or what? Ich habe das Gefühl, wir haben ihr Auto. Wir haben sie eigentlich nicht mitgenommen. Nein, ernsthaft, das war die... Oh, okay. Damit habe ich zwei Errungenschaften schon wieder. Das heißt, es fehlen diese Episode noch zwei Objekte. Sagen wir Objekt 3 und 6. Na, das kann was werden. So, ich mache aber eine kurze Pipi-Pause. Bin gleich wieder da. Hab wie über den Tag verdammt viel getrunken, deswegen muss ich einmal ganz kurz wohin. Also ich muss vielleicht aber raustappen. So. Und bin gleich wieder da.